Die Gruppe LUF hat angefangen in 77 so etwas und wir hatten einen Produzent, Hans von Hemert und Piet Sauer, und die haben die drei Mädel, damals waren die noch immer Mädel, zusammengebracht und dann haben wir einander kennengelernt, haben eigentlich eine Weile zusammen alles Kleider gekauft und alles, dass wir einander kennenlernten, und dann haben wir im Studio gesungen und das hat alles geklappt und so ist das angefangen mit der Gruppe LUF, und das ist Marga Schneider, Betty Bracht und ich bin José Hubé. Greatest Lover, Trojan Horse und Yes I Do. Und Casanova auch, ja? Alles. Ja, aber das war Nummer 1 in Holland und auch in Deutschland. Viel, viel Arbeit und sehr viel Reisen. Wir mussten überall in Europa sind wir gewesen und auch in Mexiko. Und das war eine sehr schöne Zeit. Es ist wie ein Traum, ist das vorbeigegangen. Es ist nicht so viel mehr, was wir noch uns erinnern können, weil es so viel war. Aber es war viel Arbeit und sehr, sehr viel Spaß haben wir gehabt. Aber was glauben Sie, was war das Erfolgsrezept der LUF? Die drei Gesichter waren sehr verschieden und auch das Charakter war sehr unterschiedlich, ja. Und ich denke, die Produzenten haben lange gesucht, sehr lange gesucht, um die drei Mädel, die zusammenpassten, zu finden. Und ich denke, dass das Wichtigste, weshalb es so erfolgreich war, und auch natürlich auch die Musik und die kleinen Tanzdingen dabei. Und es ist die Komposition von der Gruppe zusammen mit der Musik. Margit, was hat das für Sie bedeutet, dieser Erfolg? Ja, auch sehr viel. Das war so, wie José gesagt hat, ein Traum. Und ich habe immer nur gute Erinnerungen an die Zeit. Nur, ja. Was waren so zu dieser Zeit, 78, 79, Ihre größten Konkurrenten? Ja, in Holland war es so, dass viele, viele Mädelgruppen nach uns gekommen sind, aber die war keine richtige Konkurrent. Und da außen weiß ich nicht. Wir hatten eine Mädelgruppe Cloud, aber das war so, das war nicht von Holland, das war von Australien oder so etwas. Aber das war anders, so kein Konkurrent, das waren Kollegen. Wie hat sich dann Ihre weitere Karriere entwickelt? Sie waren in 78 Höhepunkt mit den Hits, dann glaube ich so bis 80. Wie ging das dann weiter? Was wir auch ausbrachten, was für Schallplatten wir auch auf den Markt brachten, das waren alle Hits. Und ja, da war ein Höhepunkt, was nennt man das? Ja, Höhepunkt. Und das war immer ein Höhepunkt. Und so, wenn nach 4 Jahren sehr schwere Arbeit ist das aufgehört, weil es zu viel war und zu viele Leute haben uns gesagt, was wir machen sollen, und wir waren ganz verrückt, weil es so viel Arbeit war, und dann sind wir auseinandergegangen. Und jetzt, dass wir wieder angefangen sind, ist um was wir damals hatten, um das auf eine schöne, richtige Manier, um das abzurunden, was wir damals, das Ende war nicht so schön, und jetzt haben wir die Chance, um wieder das gut abzurunden, was wir damals gehabt hatten. Ja, natürlich, das war sehr schwierig für uns alle, aber wir hatten immer viel Spaß miteinander, und ja, ein Auftritt allein ist anders, hein? Wenn du das gewohnt bist, mit drei zu machen, ist das sehr schwierig allein zu tun. Da war viele Gold-Albums. Boney M. hatte einen, ABBA hatte einen, und dann ist mein Mann auf die Idee gekommen, vielleicht, dass das für uns auch schön war, und dann hat ein Plattenfirma, Thank You, hatte uns gefragt, ob wir das auch machen wollen. Und dann haben wir hatten ein Fernsehprogramm gehabt, war die Geschichte von LUF wieder aufzuleben. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir hatten einander für 4, 5 Jahre nicht mehr gesprochen. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist so schön und ruhig.
Und dann habe ich sie angerufen, hat sie geweint, ich will wieder mit dir Auftritt machen. Nee, aber so, das Gefühl war noch immer da. Wir hatten einen Streit gehabt, nach Luft. Aber das Gute war zu gut, um zu vergessen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das wieder. Und bis jetzt ist das gut, ist das sehr schön.